Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autophorie hier von der IAA 2017. Jetzt stehen wir neben einem Fahrzeug. Lasst euch mal von der äußeren Hülle wirklich nicht täuschen. Um die soll es gar nicht gehen, sondern alles, was sich hier drin abspielt. Wir sind jetzt nämlich hier beim Zulieferer Yan Feng. Das sagt wahrscheinlich sehr wenigen etwas, aber wenn ich euch hier die anderen Aussteller zeige, dann denkt ihr, okay, kenne ich, weil es ist schlussendlich der größte Automobilzulieferer für Interieurteile. Dementsprechend schauen wir uns hier XIM 18 an, kurz für Experience in Motion, denn wir haben hier ein Designkonzept, aber auch ein Fahrkonzept in der Hinsicht, was insgesamt 4 Modi hat, wobei sich diese Sitze drehen und wenden und wir hier, wie gesagt, lasst euch nicht von der Hülle täuschen, theoretisch gesehen ein autonomes Fahrzeug der Level 5 Kategorie haben. Das heißt, wir haben hier ganz klassisch noch das Cockpit mit Lenkrad etc. pp. Aber das Lenkrad kann komplett versenkt werden und diese Sitze können sich auch komplett drehen. Aktuell sind wir im ganz normalen Drive Mode. Das heißt, die Sitze sind nach hinten. Jetzt aktuell verschiebt sich das Ganze in den Family Mode. Theoretisch gesehen könnte man jetzt auch noch fahren. Im Family Mode wird das eben so etwas aufgerichtet, dass wir ein familiäres Zusammenspiel der Sitze haben. Soll heißen, die hintere Bank schiebt sich nach vorne, sodass diese Sitze zusammenkommen und die vorderen Sitze drehen sich so leicht ein. Dabei, habt ihr eventuell schon gesehen, ist das Lenkrad inzwischen komplett versenkt. Dementsprechend befinden wir uns jetzt rein theoretisch, wie gesagt, es ist ein Interieurkonzept, es ist kein richtiges Fahrzeugkonzept, im Level 5 Autonomous Modus. Aber man schaut als Fahrer und Beifahrer noch nach vorne. Das Ganze kann jetzt aber, wie gesagt, 2 Modi fehlen uns ja noch, auch nochmal weiter gedreht werden. Jetzt wechseln wir vom Family Mode, da fährt wieder hinten die Rückbank komplett weg übrigens, in den Meeting Mode. Das heißt, diese zwei können dann ein schönes Meeting haben. Das ist jetzt aber nicht die einzige Konfiguration, die man in diesem Meeting Mode spielen könnte. Man könnte natürlich auch sagen, der hintere Sitzplatz bleibt auch, denn man hat ein Dreier-Meeting. Wir sehen aber auch, dass sich gleichzeitig die Mittelkonsole verschiebt. Wie gesagt, aktuell wieder in Level 5 Autonomie unterwegs. Und wenn er sich jetzt komplett fertig gedreht hat, sehen wir, wie das dann aussehen könnte. Man sitzt sich wirklich entspannt gegenüber und kann sein Meeting ausführen. Und wie gesagt, diese Sitze könnten dann theoretisch gesehen auch wieder hier ausfallen. In dieser Konfiguration ist es jetzt wirklich so durchgespielt, dass man ein Zweier-Meeting hat. Dann ein kleines Gimmick, was ja auch die ganze Zeit hier in der Mitte mitfährt, ist dann der dazu passende Tisch. Ist jetzt natürlich für diesen Kollegen hier etwas weit weg, aber selbstverständlich kann man den Sitz natürlich auch wieder ein bisschen nach vorne heben. Hier auf der anderen Seite nochmal dasselbe. Und habt ihr übrigens schon die schönen Kupferdetails gesehen? Ziemliches schönes Highlight hier übrigens in diesem Interieurdesign. Und jetzt gehen wir in den vierten Mode. Jetzt gehen wir dann in den sogenannten Lounge Mode. Dabei haben wir wirklich den großen Vorteil, dass dieser gesamte Holzboden mal richtig zur Geltung kommt. Denn der Viersitzer wird jetzt zum Zweisitzer, sodass man sich eigentlich, man kann es ganz gut vergleichen mit einem Wohnzimmer, mit seinem heimischen Wohnzimmer vor allem, wirklich zu zweit ganz entspannt zurücklehnen kann. Das heißt, die Lehne geht auch ein bisschen weiter nach hinten. Theoretisch gesehen wäre auch eine Schlafadaption möglich, ist jetzt natürlich hier aktuell nicht vorgesehen, wäre aber möglich. Wir sehen jetzt, diese zwei bleiben auch hier vor der Rückwand ordentlich zurück, sodass man sich gut zurücklehnen kann. Und hier vorne haben wir einen mächtig großen Bildschirm, auf dem man dann auch von hier noch sehr schön einen kleinen Film anschauen kann. Und dabei nochmal auch ein kleiner Hinweis auf das Dach, das in der Hinsicht kein Panoramadach ist, so wie wir es aktuell sehen, sondern mehr so ein atmosphärisches Dach mit Lichtdisplays und auch dementsprechend, wie die Modi sich verändern, verändert sich natürlich auch das Dach. Weil wir hier auch von einem Level 5 Autonomiefahrzeug sprechen, haben wir in der Mitte nur noch das Klimabedienteil und hier oben ähnlich eines Flugzeugs das eigentliche Fahrbedienteil, sagen wir so. Das Lenkrad sieht man da vorne, fährt weg. Und hier oben haben wir dann nur noch das klassische, wir starten den Motor, fahren los. Und im
sagen wir mal, wirklich kompletten autonomen Modus, braucht man das ja auch nicht mehr, braucht das nicht mehr im Bild und es würde dann natürlich auch den Blick auf den Kino-Mode stören. Das war es mit der kleinen Präsentation von XIM 18. XIM 19, wohlgemerkt, könnte dann 2019 schon den nächsten Ausblick geben. Aber aktuell, so könnte die Zukunft aussehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Daumen, Abo, Glocke und dann sehen wir uns auch garantiert beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.